Jo, heute geht es um den Film Piranha 2, welcher eine Horrorkomödie aus dem Jahr 2012 ist. Regie führte John Gulaga und das ist jetzt quasi der zweite Teil von Piranha 3D, welcher 2010 rauskam und der hier halt 2012, das ist halt der Nachfolger. Und ja, erstmal kurz die Story, da geht's halt darum, dass die Biologiestudentin Maddie wieder für den Sommer nach Hause zurückkehrt und quasi auch sich mal den Wasserpark anguckt von ihrem Stiefvater, der den halt eröffnet hat neu. Und das Ganze ist aber mehr so, naja, ein Wasserpark mit ein bisschen, ja, so ein paar, so ein Strip-Wasserpark mäßig, findet sie jetzt nicht so toll. Und auf einmal meint halt der Stiefvater, man müsste auch das Wasser, könnte man sich doch alles sparen, das Geld, indem man einfach vom See was rauspumpt. In diesem See sind aber, jojo, jetzt kommt's, Piranhas. Wer hätte das denn erwartet? Ja, und so versucht Maddie mit ein paar Freunden dann halt da, versuchen die Katastrophe zu stoppen, was, weil der Film ja auch Piranha ist, man weiß ja, was passiert, nicht funktioniert und dann das Gemetzel in diesem Wasserpark da stattfindet. Ja, das ist der zweite Teil. Und man muss sagen, man erstmal auf das Cover gucken, da steht drauf, coolere Action, fiesere Fische, größere Brüste. Ja, was können wir dazu sagen? Erstes, coolere Action, nein, fiesere Fische, nein, größere Brüste, vielleicht, kann man aber jetzt nicht genau so sagen. Der Film ist an sich ganz in Ordnung. Das Ganze spielt halt hauptsächlich in diesem Wasserpark sich ab. Und wir haben hier auch David Hasselhoff, der sich wieder selber ein bisschen parodiert dabei. Und die Effekte sind mal wieder ziemlich gut. Genauso wie in Teil 1 ungefähr sehen die Fische auch aus und auch die Bluteffekte. Die sind aber leider auch ein wenig weniger vorhanden als in Teil 1. Das heißt, mehr Terror ist da jetzt quasi in dem Fall nicht drin. Und Nacktszenen weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Er hat natürlich seine lustigen Momente auch lustige Splatter-Szenen, aber allerdings viel weniger als Teil 1 es zu bieten hatte. Und daher, dieser Wasserpark wirkt auch mehr, als wären es einfach nur zwei, etwas größere Pools. Das heißt, es wirkt nicht wirklich auch wie ein großer Wasserpark. Das heißt, das Massaker da wirkt ein wenig schlichter, weil auch weniger Leute da sind als in Teil 1. Die Story lahmt zwischendurch teilweise, was aber nicht allzu schlimm ist, weil sie sich dann irgendwie wieder fängt. Niveaulos ist das Ganze wieder, hier steht auch hinten drauf, niveaulos, anspruchslos, irrsinnig witzig. Niveaulos und anspruchslos, da kann ich mich vollkommen anschließen, irrsinnig witzig würde ich auf witzig reduzieren. Ist eigentlich eine ganz in Ordnung eine Fortsetzung, würde ich mal sagen. Aber das ist für Leute, die jetzt da einen mega guten Film erwarten, nicht der Fall unbedingt. Das Ganze kam auch hier sofort als DVD auf den Markt, gar nicht erst in den Kinos, und das hat ja meistens schon was zu bedeuten. Allerdings ist der Film jetzt nicht so schlecht und ich als Fan der Reihe habe gedacht, was gibt's, 6,5 oder 7 Punkte, aber daher, dass ich halt Fan dieser zwei Teile bin, habe ich mir gedacht, ja okay, dann gibt's diesen zweiten Teil dann doch 7 Punkte, bist du mal großzügig. Wenn ihr eure Meinung auch irgendwie kundgeben wollt, schreibt doch einfach in die Kommentare rein. Wenn ihr Spoiler müsst, schreibt bitte davor, Achtung Spoiler, mein Name ist Icarus BG und man sieht sich später und tschö. Ja, meine Freunde, das war's mit der Kritik zu Piranha 2. Links kommt ihr natürlich wie immer zur letzten Kritik, welche da war, das weiße Rauschen. Und rechts kommt ihr zu Teil 1, und zwar zu Piranha 3D, Piranha 1, wie auch immer. Bis dahin und tschüss.